Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind heute dabei, den Drachen endlich zu plätten hier in den West Straits. Wir müssen jetzt nur noch einen Köder auslegen. Es hat ewig lange gedauert. Wir mussten erst irgend so eine Köder sammeln, dann mussten wir zur Feste reisen, dem Frederik das so ein Buch übersetzen. Oh Gott, es ist. Es war einfach nur grausam. Ich muss jetzt mal schauen. Der kommt also hier unten. Der abyssische Hochdrache, genau. Ich weiß nicht, welches Level er hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist unter unserem Level. So, dann wollen wir da mal hin. Wir kämpfen also da unten auf dem Ruinen-Schlachtfeld. Naja, dann sei es so drum. Ich hoffe, ich schaffe den jetzt mal. Also beim ersten Mal. Das wäre grandios, richtig klasse. Ich würde mich so einen Arsch freuen. Darf man das sagen? Ich glaube schon. Was ist denn das da unten? Ach, eine Scherbe. Sowas mache ich jetzt auf Screen einfach mal. So, Köder. Besonders in die Fallen platzieren. Verstehe. Ich muss alle fünf abgehen. Ich hasse ihn. Frederik, ich hasse dich. So, da hätten wir auch noch irgendwo eine. Was man hier alles machen muss, um an diesen scheiß Drachen ranzukommen. So. Vor allen Dingen sind die jetzt nicht irgendwie anders. Jetzt haben wir da wieder so ein Fleischstück reingepackt. Erst haben wir es rausgenommen, dann haben wir es reingepackt. Wie idiotisch. Ich sehe diesen Sinn darin nicht. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt warten wir auf den Drachen. Warten ist gut. Kommt mal. Oh, grün. Grün und rot. Ah, schönes Schnittchen. Ein Drache. Ein Königreich für einen ereignislosen Tag. Ja, war doch klar. Du bist Feuer, ne? Na, was bist du? Anfällig für Kälteschaden. Er ist ein Feuerdrache. Ja, aber ich hatte den perfekten Stab für dich. Dorian. Diese Feuerpfützen, ne? Oh, das wird schlimm. Das wird richtig schlimm. Was ist mit Blitz? Shepard, du hast ihn nicht richtig anvisiert. Level 14 ist er. Ja, ist okay, Shepard. Komm, sterb einfach. Er baut Panzerung auf. Haben wir gerade meine 4? Komm. Shepard, weg. Jetzt die 4. Los. Wie ist es mit Geist? Ja, auch anfällig. Ziemlich gut. Und mit der 7? Da wirst du bestimmt nicht runterkommen, ne? Ey! Was? Ich bin da nicht so weit weg. Okay, Schock bringt nicht so viel. Also 4 und 8. Merken 4 und 8. 4 und 8. Okay, es bringt auch nichts. Dorian, du stehst mir da irgendwie zu nah. Freunde, der ist ja gleich tot.
Gib mal was hier. Oh. Wo ist er denn hin? Scheiße! Der Drache! Er ist tot! Ja, also... Das ging jetzt irgendwie schnell. Allerdings, ne? Also, ich meine, wir spielen tatsächlich auf Albtraum, aber man darf nicht vergessen, die sind weit, weit unter unserer Stufe. Also, den hätten wir schon mal machen sollen vor Anuzobak, Buxtehude. Es passiert aber, ne? Wir sind in der Zeit so schnell aufgestiegen, da können wir auch gar nichts mehr machen. Was? Nur eins? Nur eins? Ey, jetzt sind sie aber knickrig hier. Das ist natürlich gut hier. Namenlose Klinge. Ja, können wir nichts mehr mit anfangen. Ist nicht so schlimm. Also, wie gesagt, merkt euch, der war lange unter unserer Stufe. Auf Level 15 sind die hier knackig. Also hätten wir dasselbe Level, hätten wir ganz schön zu knabbern gehabt an dem Typen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich mal Frederik berichten. Aber wir haben Drachen. Immerhin, das ist der vierte. Ich freue mich. Yes. Das lief auch ziemlich gut. Komm, wollen wir die Scherbe da oben noch mitnehmen, die einsam und verlassen ist? Komm, Scherbe, wo bist du denn? Hä? Dich da oben habe ich das schon mal mitgenommen. 100 pro. Oder nicht? Ach, ich kam da gar nicht hoch. Ich verstehe. Aber hier bist du doch. Hab dich. Die Hälfte haben wir. Das lief richtig easy jetzt. Und seht ihr mal, Blackwall, Cassie, beide voll Block aufgebaut. Sehr gut. So will ich es doch haben. Wow. Frederik, der abyssische Hochdrache, war einmal. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Ja, was in? Oh, ja? Kann ich euch helfen? Du, der Drache ist nicht mehr. Der hohe Drache hat mich angegriffen, als ich den Köder auslegen wollte. Ich fürchte, er ist tot. Er hat euch angegriffen? Das ist ja wunderbar. Dann habt ihr sein Verhalten aus nächster Nähe gesehen. Habt ihr euch irgendwelche Notizen gemacht? Vermutlich nicht. Aber egal. Ich würde mich später sehr gerne mit euch über die Sache unterhalten. Ja, natürlich. Ich sollte mich eurer Inquisition anschließen. Mein Wissen könnte euch von Nutzen sein. Und eure Späher könnten mir helfen, andere Drachen zu finden. Ja, also... Oh nee, ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich den Frederik haben will. Na komm, mit halt. Natürlich. Ich bin sicher, die Inquisition hätte Verwendung für einen Drakonologen. Superb. Ich bin mir sicher, meine Forschungen werden euch von großem Nutzen sein. Ja, ich weiß ja nicht, du... kommt jetzt nicht eigentlich noch so eine Einblendung, wo ich ihm die Hand schüttel oder so? Nicht? Hey, Frederik. Warte doch mal, bleib mal stehen. Hey. Kann ich euch helfen? Bist ihr von den anderen Drachen? Gibt es noch mehr Drachen, von denen ihr gehört habt? Angeblich schläft nicht weit von hier ein kleinerer Vetter des abyssischen Hochdrachens. Ein Sandheuler, glaube ich. Glaubst du? Angeblich wurde an der Sturmküste ein Winsumeer auf der Jagd beobachtet. Das sind herrliche Drachen. Äußerst aggressiv. Jeanette hat in den Dales einen garmordanischen Sturmreiter auf der Jagd beobachtet. Der Erbauer hab sie selig. Außerdem hat meines Wissens ein fereldischer Frostrücken einen Teil der Hinterlande als Jagdrevier auserkoren. Es könnte natürlich noch mehr geben, aber davon weiß ich nichts. Ja, der in den Hinterlanden ist natürlich nicht mehr. Der in der Sturmküste ist noch da. Ja, müsste ja. Ja, stimmt. Klar. Klar, der ist noch, den hatten wir auch schon mal gesehen, der hat uns zu Kleinholz zerhackt, obwohl der jetzt mittlerweile unsere Stufe ist, ne? Ich weiß ja nicht, ob wir den schaffen. Irgendwie habe ich hier nicht weiter großartig Lust, hier noch rumzustromern, obwohl wir hier noch ein paar Sachen, ein Riss, ne? War ja klar. Was haben wir hier hinten? Scherbe. Scherbe? Ja? Ja, das sieht schon, also... Was haben wir denn hier überhaupt noch zu tun? Die Westgrades. Ja, mach mal auf. Risse und die Codebeschaffung. Achso, das war jetzt nur Requirierung. Und halt ein Riss. Wollen wir den Riss gleich nochmal mitmachen? Ja, ne? Dann haben wir ja soweit das Gebiet auch abgedeckt. Die Höhle können wir nicht anreißen, aber hier oben.
Da können wir auch gleich die Requirierung abgeben. Dann ist das ja perfekt. Und dann gehen wir mal irgendwo anders hin. Ich habe mal wieder Lust auf so Sturmküste. Ich wollte mal nach Kammwald. In Kammwald haben wir noch so einiges übersehen. Also das wäre schon irgendwie cool. So, jetzt laufen wir mal. Requirierungstisch. Da. Bitteschön. Venatori. Und sie hat wieder was, ne? Es ist zum Heulen. Kiste. Gib her. Gut, ein paar Zaubererrüstung. Was? Das ist da noch mehr. Ach, Lazurit. Oh, hätte ich mich jetzt gefreut, wenn es nichts berührtes Lazurit gewesen wäre. Ist es aber nicht. Wir wollten jetzt nach hier unten. Also ein Riss ist das noch. Und? Jetzt ist die Frage, ist das Astrarium schon... Habe ich das schon gemacht? Oder ist das, tja. Das da hinten haben wir angeblich... Das haben wir doch schon gemacht, oder? Komm schon, zeig mir wenigstens, ob ich es anvisieren kann. Oder so. Oh. Da ist der Riss. Ach, das ist auch gar nicht hier oben. Soll das sein? Ach, das Astrarium ist wieder in der Feste, ne? Ja, da komme ich ja so nicht rein. Wir haben es nicht getan, oder? Ist das... ich kann das nicht einsehen. Haben wir das schon gemacht oder nicht? Fort Echo rücken. Muss ich hier so rumlaufen? Oh Mann. Ich weiß nicht, ob wir das schon getan haben. Ich schaue mir das jetzt mal kurz an. Oh Mann. Na gut, wenigstens ein bisschen Lazurit sammeln. Wer weiß, vielleicht kriegen wir da ja noch ein bisschen was Meisterhaftes raus. Das ist ja immer so meine Hoffnung. Jetzt bitte nicht angreifen. Ich will hier nur mal kurz gucken. Oh, bitte lass uns das schon erledigt haben mit dem Astrarium. Wenn nicht, ja, jetzt laufen wir ja eh hin. Wie kam man denn hier? Da, stimmt. Ja, hier lag ja Servis, hier vorne. Der war ja auch irgendwie kurz weggebackt. Ein Wunder, dass wir den noch aufgegabelt haben. Hier durch und oben. Ah, das haben wir schon gemacht, oder? Das würde ich halt von der Karte her gerne noch ein bisschen besser angezeigt bekommen. Ja, sieht irgendwie gemacht aus, ne? Shit. Das haben wir schon getan. Shit. Dann wollen wir jetzt einfach mal hier runter. Ah ja. Einfach mal so in der Wüste. Wo ist denn jetzt der Riss? Da oben? Ich komme. Na, ich höre dich doch schon. Da bist du. Ah, hier komme ich nicht hoch. Warte, warte, warte. Warte auf mich. Ich fange dich ohne mich an. Ich komme. Na, was seid ihr für ein Level? 11. Okay. Das wird schnell gehen. Schon tot, jetzt schnell noch eine Biene. Na komm, los. Hast du nicht Lust, zufällig in meine Biene zu laufen? Nochmal hier ein bisschen. Yes, Feuer. Aua. Das war nicht so gut. Und wir haben ihn geschlossen. Oh, oh. Ich stehe da gerade mitten im Sumpf. Cool. Quest
abgeschlossen. Damit sind die Westgrades mehr oder minder Tatsache, ja, abgeschlossen. Oh, jetzt kommt da gerade Venatori vorbei. Die will ich ja nicht unbedingt. Oh nein. Wir haben das eine Ding da noch nicht gemacht, ne? Das da. Oder was? Ach, guck mal, das ist hier irgend so eine Höhle. Hey, Freunde, ich muss da mal kurz durch. Wollt ihr nicht irgendwie... Ich sag euch, das Skill ist einfach fantastisch. Und so ein Vagest hier. Oh. Ich bin so schön zum Sterben, sag ich. Ey. Willst du mich doch jetzt hier verarschen? Nein! Oh. Habt ihr das gehört? Dorian hat Tatsache so ein bisschen... Naja. Er war sehr besorgt gerade. Das fand ich stark. Vagestschuppen? Ja, logisch. Und eine Vagestklaue. Jedes Mal wird sich freuen. Hoffentlich. Habe ich das schon... Ich muss das schon erledigt haben, oder? Komm, sag mir, dass ich das erledigt habe. 0 von 3. Das heißt, ich muss auch nochmal Scherben sammeln hier. Arg. Da unten im Tal? Nö. Da hinten. Na gut. Es musste ja so kommen. Steinbruch. Brauche ich zwar noch nicht. Aber gut, dann ist das auch erledigt. Scherben, ja gut. Hier ist noch was zum Einsammeln. Das sind so Sachen jetzt, Freunde. Das mache ich einfach mal offscreen. Das ist, das ist jetzt so Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Weltkarte. Ich habe Lust, mal wieder nach Kamwald zu gehen. Da waren wir ewig lange nicht mehr. Und wir haben hier noch Astrarien. Wir haben super viel einfach noch offen. Hier oben ist alles noch nicht alles abgedeckt. Hier unten ist noch ein Riss. Und wir haben in der Feste noch einiges zu tun. Hier ist sogar noch eine verschlossene Tür. In Kamwald. Stimmt, der Bürgermeister war ja hier. Schauen wir uns das doch mal gleich an, würde ich sagen. Also ich habe mal wieder so richtig schön, also so richtig Bock auf Kamwald. Ja, ja, ja. Yay, wir sind im Kamwald. Oh, hier waren wir schon lange, lange, lange nicht mehr. Ach ja, hier hinter dem Haus ist Pac-Man. Ich erinnere mich. Oh, warte mal. Ah, wir haben jetzt gerade kein Schurkenbein, ne? Kann ich mich hier irgendwo... Ein Händler, Dorf, Kamwald. Ich bräuchte eigentlich die Feste. Oder ein Lager. Ah, das ist jetzt... Warte mal kurz, denn lass uns mal rüber sausen. Dann lassen wir jetzt mal Cassie oder Blackwall zu Hause. Und nehmen uns auch mal vielleicht Sarah mit. Oder Cole. Hätte auf jeden Fall auch was. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Ja, es war mir ja nicht neu. Was hast du denn hier, hm? Es gibt neue Berichte. Ja, ja, hau raus. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Nicht wahr. Gut, wieder nur Krimskrams. So, geologische Studie, ich glaube, das kann man bis ins Unendliche machen. Es gibt halt immer Macht. Aber wir haben davon eh schon genug. Hier, Gruppe wechseln. Sarah und Dorian und, oh, mit Mausrad geht das ja auch. Hätte ich das mal gewusst. Blackwall, nimm mal dich mal mit. Und dann sausen wir auch schon gleich wieder rüber. Dorf Kamwald. So schnell geht das. Dann können wir gleich mal beim Händler vorbeischauen. Ja, die hat eigentlich... Irgendwas verkauft die da. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich gehe sie regelmäßig ab, wenn ich meine Vorbereitung mache. Letzten Endes doch hier geblieben bin. Ja, ne. Erstmal alles verkaufen und dann müssen wir das... Namenlose Klinge. Ach, ein Dolch. Naja, für eine Einhandwaffe wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt muss ich meinen... mal zurückkaufen. Hier, meine Spielzeugsoldaten wieder zurückkaufen. Wie dumm, ne? Wie blöd. Aber mir fehlt halt immer noch die Vase. So, die Zwergensachen müssen wieder rein. Und das war's soweit.
Ja. Gut. Sarah, komm mit. Wollte ich nicht eigentlich Kohl mitnehmen? Ist egal. Ich hab's wieder mal verpinnt. Oh, hallo. Hi. So, meine Liebe, was ist hier drin? Aha. Amulett der Macht. Oh, für Shepard. Ah. Toll, ich kriege endlich mal auch ein Amulett der Macht hier. Versteckte Speerpanzerung. Na denn, drücke ich mir doch gleich mal das Amulett rein. Für mich. Und, habe ich den Willenskraft, das Amulett? Ich glaube schon, das hatte ich, ne? Ja, muss ja. Irgendwie so Elixiergürtel, guck mal, sowas kann auch weg. Der Rüstungsdurchdringung 5%. Ach komm. Und Straucheln brauchen wir auch nicht. Das kann alles weg. Dann darf sich Shepard endlich mal aussteigen. Ich freue mich. Hier haben wir was Passives. Gewundener Schleier. Du absorbierst verstreute Magie, von der geschwächte Gegner umgeben sind, um den Schaden deiner eigenen Angriffe zu erhöhen. Gegen geschwächte Ziele, wenn ich sie vorher halt mit dem Schleierschlag geschwächt habe. Weiß nicht. Der durch geschwächte Gegner verursachte Schaden wird noch weiter verringert. Schadensreduzierung, wenn sie geschwächt sind. Das ist doch mal wieder... Aha. Steinfaust, umgebender Schleier. Was haben wir denn bei den anderen Sachen noch Passives? Ich glaube, das war hier auch Blödsinn, ne? Deine Zauber brennen jegliche Energie in der Umgebung aus, die ein magisches Wirken verlangsamen könnte. Verkürzung generell. Ich weiß nicht, warum. Warum? Und das ist Barrierebonus, 50%. Wenn du einen Feuerzauber wirkst. Wird die Hälfte... Ach ja, das. Tja. Ich habe keine Barriere. Lass uns hier gucken. Du hüllst dich in Blitze, während du Zauber wirkst. Gegner, die versuchen, deine Zauber durch Angriff zu unterbrechen, werden von lähmenden... Stromstegen getroffen. 100% des Waffenschadens, Schockdauer 6 Sekunden und Consti. Shepard, Consti ist wichtig. Jedenfalls für dich. Gut, dann haben wir jetzt auch sowas. In Kamwald. Jetzt müssen wir mal schauen. Dorf Kamwald. Was steht noch so im Tagebuch? Kamwald. Echsenbau. Ach, die Höhlenwivern. Ich erinnere mich. Eine aggressive Wivern beunruhigt die Dorfbewohner in Kamwald. Sie lebt in einer Höhle oben in den Hügeln. Wenn es jemand gelingt, sie zu töten, wäre eine Frau namens Judith, die ein wenig außerhalb des Dorfes lebt, vermutlich an ihrem Kadaver interessiert. Ich glaube, die Judith können wir auch zu einem Emissär machen. Weiß es gerade nicht. Hier haben wir noch einen Riss und die Bürde der Herrschaft. Ach, das ist mit dem... Ja, stimmt. Das haben wir erledigt. Da haben wir für einen Geist einen Dämon getötet und ich habe den Geist einfach nicht mehr gefunden. Das müssen wir nur noch abgeben. Und hier müssen wir Leichen finden. Das ist wo? Karte aufrufen. Genau hier, wo auch die Bürde der Herrschaft ist, ne? Na kommt. Jetzt muss ich wieder zurückreisen. Ich bin nur für die blöde Tür hierher gereist. Macht nichts. Nicht so schlimm. Ich weiß doch, das geht hier runter. Ihr könnt jetzt mal mit live mitverfolgen, wie ich immer gegangen bin, wenn ich hier in der Höhle Sturmherz gesammelt habe. Dann bin ich hier mal rübergesprungen. Denn hier runter ist Shepard erleidet genau 95 Schaden. Oh, 89 diesmal. Das sieht quasi schon auswendig. Das ist so traurig. So. Leichenbergen. Einen haben wir irgendwie schon. Oh, hier ist eine zweite gefundene Leiche. Und da vorne steht noch der Geist. Dann ist das ja auch schon erledigt. Also es ist, man hat so langsam wirklich einen Überblick. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Was befindet sich wohl dahinter? Nichts, denn ich habe es schon mal ausgeraubt. Umso besser. Ach, hier ist ja der Geist. Geist, wir haben mal einen Dämon für dich erledigt. Ja? Warum kehrt ihr nicht zurück?
Warum seid ihr nicht wieder ins Nichts zurückgekehrt? Ich lasse mich nicht zurückweisen. Ich weigere mich zu gehen, bevor nicht irgendetwas meinen Befehlen gehorcht. Gut. Ich sollte gehen. Dann hilf fort mit euch. Ja, aber ich habe den Dämon getötet. Der Dämon des Zorns ist tot. Der Dämon des Zorns in den Höhlen ist tot. So wie ihr es befohlen habt. Ich habe nie daran gezweifelt. Nun, da meine Herrschaft anerkannt wurde, kann ich diesen unveränderlichen Albtraum verlassen. Ja, bitte. Eure Belohnung. Nutzt sie weise. Ihr habt wirklich eine Gabe, Inquisitor. Ich wünschte nur, man könnte alle Geister so leicht loswerden. Dorian, wehe, du nennst mich noch einmal Inquisitor. Was haben wir da gekriegt für ein Amulett? Für Cole. Interessant. Und jetzt müssen wir noch einen Leichenhaufen oder eine Leiche irgendwie finden. Wir pingen uns hier mal durch Altkammwald. Das stand ja hier alles unter Wasser. Oh, da drin, das sieht gut aus, oder? Ist das... Oh, nur Embryum. Das ist Solus Artefakt. Das ist mit der Quest auch ganz cool. Also jetzt am Kartentisch. Bin ich auch mal gespannt, wie das laufen wird. Weil wir haben jetzt anscheinend diese Elfenartefakte ja zuhauf aktiviert jedenfalls. Aber das dauert jetzt noch. Oder beziehungsweise eine Session-Unterbrechung braucht es noch. Es war irgendwie was bei 15 Stunden. Das ist auch nichts. Ich brauche doch einfach nur noch eine Leiche. Ich weiß doch, die steht oben. Das war so eine Schwester im Norden von Kammwald. Da ist sie jedenfalls. Und die will die irgendwie beerdigen. Das ist eigentlich eine feine Sache, ne? Nachdem, was der Bürgermeister hier eigentlich getan hat. Mit, ja, noch einigermaßen guten Absichten. Kann man das hier betreten? Waren wir hier schon drinne? Haus des Bürgermeisters. Ja, das... Da, früher mal. Früher mal. Nicht mehr jetzt. Aber dafür, dass das so, also jetzt mal aus geschichtlicher Perspektive eines Archäologen zum Beispiel, ist das hier, wenn das alles unter Wasser gestanden hätte, wäre hier nichts mehr übrig gewesen übrigens, bringt die sterblichen Überreste zur Schwester Vaughn. Die müsste hier, genau, oben im Kannwald. Na dann wieder zurück. Es ist ja eine Reisefolge hier. Aber immerhin questen wir und das ziemlich viel. Das soll ja schon mal was heißen. Schon lange keinen Frieden mehr. Ja, ich hab. Jetzt ist doch alles in Ordnung. Wählen die eigentlich im neuen Bürgermeister oder wie ist das? Wer weiß das? Schwester Vaughn. Ah, hier hinten ist er. Letzten Atemzug. Euer Gnaden. Ich habe die Leichen geborgen. Ich habe die sterblichen Überreste derjenigen geborgen, die in Alt-Kammwald gestorben sind. Gepriesen sei Andraste. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr euch selbst auf die Suche machen würdet. Hab Dank für eure Anteilnahme. Man findet sie dieser Tage leider nur allzu selten. Ja. Ich werde die Leichname für die Einäscherung vorbereiten. Kein Problem. Sonst alles gut? Es wird uns gut tun, Zeremonien für jene abzuhalten, die wir vor so langer Zeit verloren haben. Ich danke euch erneut. Klar. Gut, 2 Macht war das jetzt. Irgendwie sah das hier gerade so aus wie so ein Holzschlagplatz, aber da ist es natürlich nicht. Was ist denn hier oben? Ach, guck mal an. Sieh mal einer, guck. Eine Freischärler-Rüstung. Naja. Naja. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Ah! Sarah! Meine Güte. So, jetzt haben wir hier noch Echsenbau. Das ist das mit der Wyvern. Das müsste der Drache sein. Was das ist, weiß ich bis heute nicht. Ich habe es versucht zu finden, das weiß ich noch. Hier haben wir noch eine Sehenswürdigkeit und dort auch. Gut, wir gucken uns jetzt mal den Echsenbau an. Das schaffen wir aber gar nicht mit dieser Folge. Ich weiß auch gar nicht, wo geht's denn hier hoch? Ich muss, glaube ich... Ne, hier ist ja schon... Hier ist ein Pass. Da hinten ist ein Pass. Irgendwie jedenfalls. Irgendwo. Wer weiß das? Ja, das wird es ja hier wohl kaum sein, oder? Doch.
Verdammt. Wir müssen uns hier hinten mal weiter umgucken. Wahrscheinlich kommen wir da weiter. Hey, ihr. Inquisitor. Ja. Ups. Oh, noch mehr. Blaues Vitriol. Oh. Sieht aus wie ein Händlerstand, ne? Alte Marktstraße. Da ist ja noch eine Feste. Ach, das ist unsere. Hey, das ist unsere Feste. Ich glaube, hier geht's dann hoch, ne? Irgendwie so. Mal gucken, vielleicht müssen wir auch durch die Höhle laufen, um da irgendwie hinzukommen, hier oben. Das mache ich dann halt in der nächsten Folge jetzt erst. Ja, und ich sag dann einfach mal bis denne und tschüss. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.